Wir könnten noch was braten. Ich mache mal ein bisschen Flohfleisch hier noch. Und dann verhungert er. Ja, ich weiß, du hast Knast besonders Dach. Oh, dann können wir rausgehen und können was trinken. Don't even need to boil it. Oh, wir brauchen mehr trinken. Alles klar. Wenn das hier fertig ist, nehme ich das mit. Warte mal, habe ich dann. Ja, ich habe genug Platz. Gut. Dann gehe ich kurz hoch und bringe das. Und zwar das bringe ich hier rein. Was haben wir hier? Leuchtglibber. Das machen wir so. Was haben wir hier? Ein scharfer Pfeil. Und hier habe ich das. Das machen wir jetzt auch einfach da rein. Was soll der Geiz? Den Rest nehme ich wie immer mit. Genau. Erstmal gehen wir aber hier hin und machen den Felspelz. War ruhig 10. Gut. Warte mal. Der heilt nur. Dafür brauche ich aber Algen. Okay, das heißt Pilze und Algen. Ich muss Pilze sammeln und Algen holen. Okay, das ist kein Problem. Für Algen bräuchte ich dann aber eventuell den Blasenhelm. Steckt das ein. Und weniger Essen wäre dann auch hilfreich. Ich bräuchte mal einen Behälter, wo ich das Essen reinmachen kann. Pass auf, wir machen das so. So finde ich es gut. Und den lassen wir auch hier, weil den will ich auch nicht mitnehmen. Und die beiden, die lassen wir auch vielleicht mal hier. Allerdings weiß ich nicht, ob ich die später noch brauche. Das kann ich jetzt nicht so richtig hundertprozentig sagen. Und dann müssten wir mal suchen gehen, wo die Eiche ist. Dann muss ich da tauchen, dann hole ich da Algen. Das ist ja kein Problem. Was noch? Pilze, ne? Die können wir unterwegs dann auch sammeln, wenn ich welche finde. Da drüben stehen da schon welche. Guck mal an. Da können wir doch schon Pilze sammeln. Ist doch hervorragend. Wir könnten auch die hier könnten wir auch fällen, aber ich weiß halt nicht, dass das wird nicht das gleiche sein, ne? Und wenn wir dann schon bei der Eiche sind, da können wir auch ein bisschen nach Maden buddeln. Da war ja was. Da krabbelt ja immer mal was rum. Guck, da ist er schon. Da geht's doch schon los hier. Hervorragend. Das Kleeblatt können wir dann vielleicht wieder wegbringen. Ganz prima. Das läuft super. Das ist gar nicht so schlecht. Aber mehr finde ich jetzt hier gerade nicht, ne? Moment, ich höre was. Dann können wir jetzt hier die Gedöns ausrüsten. Und dann können wir hier Algen sammeln. Oh, das ist ja easy. Solange wir den Karpfen nicht triggern.
Können wir dann ja hier irgendeinen sammeln. Ohne Unterlass. Da gibt es ja reichlich. Ist ja nicht so, dass man hier irgendwie einen Mangel hätte. Und dann könnten wir auch mal gucken, ob wir vielleicht also eine Farm bauen. Das kann man ja auch machen. Gut, da sind 36 Algen und hier gibt es eine Spinne. Hier gibt es dann schon das erste Mal Stress unter Umständen. Aber läuft. Bin den Spinnen elegant ausgewichen. Die Viecher sind jetzt besonders aggressiv drauf hier. Die klingen nur komisch. Ich denke, dass ich leicht genug Larven, Algen habe. Dann gehen wir noch mal gucken, ob ich auf dem Rückweg noch ein paar Maden finde. Wir könnten natürlich auch. Das würde natürlich auch gehen. Warte mal. Ich hätte da eine Idee für. Weiß allerdings nicht, ob die so gut ist. Warte, da sind Spinnen. Der Sache weiche ich mir vielleicht mal ein bisschen aus. Also nicht, dass ich jetzt vor denen Angst hätte, aber. Ich frage mich gerade, wie ich hier reinkomme. Ob das von hier überhaupt geht, wie ich mir das so vorstelle. Weil da drinnen wachsen ja die Dinger. Da kann ich ja dann. Ich muss erstmal kurz Luft holen. Das ist erstmal wichtig. Ja. Korrekt. Da haben wir Luft geholt. Da unten ist das Karpfenvieh. Ach, mein Gott. Weiß ich jetzt nicht. Ist egal. Ja, kann man bestimmt bessere Tränke mit machen, aber mir ist gerade nicht mehr klar, wie ich da unten in diesen Bunker reinkam. Ja, geh mal weg. Ich habe ja gar keinen Bock. Oh. Komme ich nicht hoch? Warum nicht? Hallo. Wir wollen hier raus. I feel a little less squishy now. Jo. Ich bin wieder einsatzfähig. Gut. Hat sich erledigt mit dem einsatzfähig. Direkt wieder verkackt. Ja, nimm mal was zum Schlagen in die Hand. Das könnte hier helfen. Hm. Oh. Guck an. Da wohnt eine Spinne. So, haben wir was buddelt? Hier gibt es erstmal Pilze, das ist auch schön. Die sammeln wir dann direkt auch mal ein. Ah, hier ist nichts. Da ist ein Marienkäfer. Ich könnte, aber. Warte mal, will ich das? Ach, komm. Was soll der Bus? Oh, Marienkäfer ist ja verhältnismäßig easy. Hm, mittlerweile. Geht schon. Kann man schon machen. Geht fit. Wie viel Madenschleim habe ich denn? 17. Naja, okay, das ist auch in Ordnung, aber mehr wäre natürlich schön. Aber ich höre hier nichts. Ja, die brauche ich nicht, das ist, ich habe gerade genug. Wir könnten hier was trinken. Ja, okay. Ich hab alles versucht. Ich hoffe, ihr habt weggeguckt. Es war wieder besonders peinlich.
Wir laufen mal hier weiter. Ich höre Zeug, was mich anfällt. Ich höre es, aber ich sehe es nicht. Das ist ein Problem. Oh, da hinten ist eine Baumwand. Oh, mein Tier könnte was. Gut, auch technisch gesehen ist so eine Baumwanze kein Problem. Ich hätte ja theoretisch meine Gasmaske dabei. Das Einzige, was dann vielleicht nerven könnte, bist du hier. Ich überlege gerade, ob ich der vielleicht mal eine verpasse. Oh, warte. Ja, doch. Ich hab's einfach mal gemacht. Ei. Na, Diggi. Hast du richtig einen rausgeschissen, ne? Schaui. Gib mir doch mal einen Pfeil, bitte. Hier hinten, da macht dich doch eine Milbe. Beliebt. Ich würde gerne mein Helm wieder aufsetzen. Danke. Aus. Da. Nimm was zu trinken. Moment, ich höre was buddeln. Der Erfolg bei Maden ist relativ hoch gerade. Ich bin ein bisschen irritiert, weil im Normalfall kamen da immer 1000 Larven raus. Das ja auch nicht. Haben wir hier irgendwo unterwegs noch ein paar Pilze, die ich abernten könnte? Bin unsicher. Irgendwo. Hi. Ehrlich? Noch wer? Ohne Fahrschein. Nicht? Gut. Na geil, weiter drauf. Dann machen wir jetzt. Oder also Pilze. Pilzraku. Ganz schön viele Käfers. Hier ist der Marienkäfer. Lebt der? Hi. Sorry, Digi, aber ich trage seit Stunden, Minuten, Jahren deine Rüstung. Es wäre hilfreich, wenn ich die regelmäßig reparieren könnte. Scheißt mich jetzt an. Kann da auch nichts dafür. Ich meine, ich habe das nicht ausgesucht. Nee, wirklich nicht. Dein Ableben tut mir auch im Herzen weh. Ganz ehrlich. Ich bin bestimmt auch zu lange mit deiner Rüstung unterwegs schon, aber was soll ich machen? Ich habe noch keine Ahnung, wo ich Puppenleder herkriege. Sobald ich das weiß, werde ich wahrscheinlich umsteigen. Ah, schwarze Ameisen müsste ich vielleicht noch ein paar killen für das Schild, aber ich weiß nicht, ob ich das wirklich brauche. Das ist immer so eine Frage. Was ist denn jetzt hier? Hier gar nicht Dörrfleisch? Was ist denn das? Ich habe keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Ah, das ist Fliegendörrfleisch. Okay. Ah ja, ein paar Fliegen hatte ich auch gekillt. Das ist korrekt. So, wir machen mehr Dörrfleisch. Und ich bräuchte jetzt vielleicht nochmal irgendwie so ein bisschen Platz für Algen. Kriegen wir da was hin? Moment. Ich pack das mal so da rein. Algen und Pilze. Ah, das war irgendwie absehbar. Wir holen das mal da raus. Und dann brauchen wir auch noch den Madenschiss. Der muss da auch rein. Warte, was ist denn das? Eine Ruderwanzenflosse. Ich glaube, die brauche ich nicht für. Und das hier brauche ich auch nicht für Smoothies. Aber das vielleicht. Oh, hier ein bisschen Fliege zum Mittag. Ist voll gut.
So, dann machen wir jetzt hier nochmal, weiß ich auch nicht, 10 Lindensirup. Na gut, waren 13, scheißegal. Wo hier sind die Kisten? Haben wir Platz für Ameise? Mach doch Ameise da rein. Warum ist denn das jetzt so? Madenschiss, Distarin, Baumwanze, das ist auch Giftkarton. Mehr Marienkäfer. Natürlich, kein Platz für ein Kleeblatt. Das wäre jetzt auch zu übertrieben, ne? Dann marschieren wir hier hoch und ziehen unseren. Nee, Moment, die müssen wir ja mitnehmen. Die habe ich eigentlich immer dabei. Weiß ich auch nicht wofür. Kann ich gar nicht genau sagen, warum ich die immer dabei habe, aber. Es fühlt sich einfach gut an. So, jetzt wäre es theoretisch dann so, ich bräuchte noch das. Ja, das ist auch wieder verkehrt so. Und das muss ich dann auch noch auf irgendwelche Tasten legen, wo ich es schnell erreichen kann. Dann hätte ich auf jeden Fall schon mal das. Das wäre ja schon mal viel wert. Habe ich auch noch irgendwo Müsli-Riegel eingelagert? Das habe ich wahrscheinlich nicht. Ne? Bei meinem Talent habe ich die jedes Mal gegessen. Nee, ich habe hier noch 2. Okay. Gut, 2 ist jetzt nicht so mega viel. Da habe ich mit ein bisschen mehr gerechnet, wenn ich ehrlich sein soll. Was ist denn das? Verrottetes Essen, okay. Da könnten wir dann ja Dünger draus machen oder irgend sowas. So, Moment. Der müsste dann hier hin. Ne, der nicht. Aber der hier. Der müsste dann da hin. Und den Müsli-Riegel müssten wir auch irgendwo hinstecken. Den stecken wir vielleicht hier hin. Gut. Die Sache wäre jetzt geritzt. Jetzt könnte man wieder da reinmarschieren. Ich überlege, ob ich noch irgendwas mitnehme. Ah ja, klar. Ich wollte den Helm bauen. Den hier. Ah, okay. Ich erinnere mich dran, warum das nicht so gut funktioniert hat, weil ich nicht genug irisierende Schuppen habe. Das war der Grund. Und theoretisch wollte ich auch das Schild von den Ameisen bauen, wobei ich nicht weiß, ob ich das wirklich brauche. Aber wenn wir da schon dabei sind, ne? Den hier könnten wir eigentlich mal reparieren. Da gäbe es jetzt auch Stufe 3. Das kriegen wir im Sandkasten. Warte. Ich gucke mal kurz. Okay, ich habe es schon wieder verpasst. Ne? Oh, das hätte ich auch bauen können. Toll, hab keinen Kopf mehr. Ich muss mehr Schwarzameisen killen. Ah, das ist die Termitenaxt. Ah, okay, da weiß ich mit der 10 Schmiere und den Termiten weiß ich noch nicht, ob das vielleicht auch im Sandkasten passiert. Ah, da brauche ich 7 Stück von. Und eine habe ich. Oh, muss ich aber ganz schön viele von killen. Ich frage mich, ob das Brutzeln von beiden Seiten passiert. Ja. Es wird von oben und unten passieren wahrscheinlich. Nee, ich brauche nicht nur die Ameisen, was auch gar nicht ginge. Warum habe ich denn nur einen Bienenpilz? Und 6... Ach du Scheiße, ich brauche ganz schön viele von diesen Ameisenlöwen. Na gut, da gibt es am Anfang ja relativ schnell 2. Die könnte man ja dann einfach killen. Wie viel Uhr haben wir denn? 17. Okay, warten wir noch ein bisschen. Ich muss ja sowieso dann vielleicht erst nochmal die Ameisen. Warte mal, was waren das? Achso, ich brauche. Ja, doch. Wir warten erstmal noch. Vielleicht finde ich ja nochmal so ein Glühwürmchen. Das könnte man dann kurz noch wegschnaggeln. Haben wir noch ein bisschen was zu trinken? Gut, haben wir. Mehr als 4 waren es nicht, ne? Ne, Trinkflasche ist voll gut. Natürlich. Habe ich keinen frischen Billy Hock-Riegel. Mal kurz auf der Karte gucken, ob es hier in der Nähe irgendwo einen gab. Ich meine, es gab auch hier hinten irgendwo was. Ich habe aber auch keinen
keinen näheren Plan mehr. War das hier? Nee. Hä? Hey? Ich weiß, dass es hier hinten irgendwo was gegeben hat. Da. Oh. Da muss ich ja dann sowieso hin. Das ist ja sowieso wieder so ein Umweg. Frage mich, ob die hier angezeigt werden, die Hotdogs. Nein? Okay. Das ist natürlich wieder unpassend. Will ich mal sagen. Aber da muss ich mir davon was mitbringen. Sonst kann ich das nicht herstellen. Ich kann Fliegenklatschos machen. Mach zwei, komm her. Oh, guck mal an. Das sieht ja sexy aus. Wir hätten hier auch noch die Schmiede. Da könnte ich auch mal rangucken. Was kann man denn da machen? Ich brauche eine spröde Panzerung. Moment, das kann man irgendwie herstellen. Aber ich habe keinen... Warte mal, spröde Panzerung? Wie war denn das? Ich nichts mehr wissen. Ich brauche dafür, glaube ich, den hier, ne? Oder sowas in der Art zumindest. Oder das hier? Moment. Wo konnte man das nachlesen? Gab es das überhaupt irgendwo nachzulesen? Das wird doch fraglich. Spröde. Da macht man spröde Dings von. Dafür brauche ich erfordert Werkbank. Na gut. Die Frage bleibt, wo ist das? Wahrscheinlich hier. Nee, doch, da. Gut, ich mach mal so. Und dann können wir... Nee, das ist ja falsch. Da können wir ja mal in die Schmiede gehen und können ja mal hier so ein bisschen... Oh. Ah, das macht dann Verteidigung höher. Okay. Ah, guck an. Das wäre am Start. Was brauche ich denn für eine bessere Waffe? Spröder Schleifstein. Okay, Moment. Spröden Schleifstein stelle ich bestimmt auch hier. Ah. Ich sollte das öfter abbauen. Gut, das haben wir jetzt auch auf Stufe 3 aufgewertet. Ich würde das auch gerne noch aufwerten, aber dafür fehlen mir jetzt wahrscheinlich schon wieder spröde Schleifsteine, ja. Geh nochmal. Mach so viel, wie du kannst halt. Oh, geht sogar bis Level 4. Irre. Ich habe was gekocht, das ist auch hervorragend. Kann man das auch? Oh, das kannst du auf die gleiche Weise aufwerten. Ich habe ein bisschen Blut geleckt, das tut mir aufrichtig leid. Kann man da noch irgendwas machen dran an dem Ding? Ich weiß aktuell nicht. Wir könnten mal gucken, ob wir hier vielleicht eine... Oh, Moment mal. Ich muss, glaube ich, meine Geräte neu zufügen. Ja. Ich muss meine Geräte neu zufügen.